Oh, da haben wir was Größeres auf der Köfi-Angel. Da geht auch die Bremse, glaube ich, oder? Gucken, Bremse mal zumachen hier. Ja, jetzt haben wir einen größeren Hecht dran, ne? Also ihr seht, bei Regen ist jetzt schon der dritte Hecht, der mir jetzt hier gebissen hat. Auf jeden Fall, das scheint ganz gut zu gehen. Ich habe jetzt die Major und die Royal Feder hier. Oh, oh, der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Der ist auch der erste, der jetzt in die Bremse ging. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Russian Fishing 4 mit dem Underwater Frank. Wir gucken, wir wollen heute mal auf Hecht gehen. Einmal mit Köderfischmontage und einmal mit Spinning. Die laufen zurzeit wieder recht gut. Wir haben jetzt hier Quests zum Beispiel. Was jetzt interessant wäre, ist der Barsch und die Seeforelle, wenn wir da zwischendurch welche fangen. Gucken wir einfach mal am Ende der Folge, beziehungsweise schneide es dann nochmal mit ran, was ich denn da so noch an Quests erfüllen kann. Wir gehen jetzt wieder zur Hechtpromenade. Die läuft momentan echt gut. Ja, wenn ihr Köderfischmontage schon habt, habt ihr sogar die Chance, ja, wirklich fast an einem Ingame-Tag einen Trophy zu fangen. Also entweder Köderfischmontage mit Pose oder mit Grundroute. Ich habe jetzt leider nur eine Grundroute mit der Köderfischmontage, weil ich da die 10% auf Grundfischen habe. Ich habe leider die 85% noch nicht. Ich bin jetzt so bei 76, 77. Und ab 85% bei der Grundmontage könnt ihr ja Köderfisch nutzen. Ich angle jetzt zum Beispiel... Ja, wir können das gleich mal testen hier. Ich habe nämlich einen frischen Barsch, glaube ich, noch. Wir gucken mal. So, also meine Ausrüstung ist einmal die Royalfeder, die Coldstream und die Castingroute zum Spin. So, mit der Royalfeder. Mal rausholen. Habe ich jetzt hier die Köderfischmontage und da könnten wir jetzt hier mal einen Barsch drauf machen. Das sind alles abgelaufene Köder, die funktionieren aber trotzdem. Also da braucht ihr keine Angst haben. So, Barsch, den haben wir noch frisch. Den nehmen wir mal. Hat zwar noch 67. Ja, ich habe jetzt hier die Major drauf. Die Extra Silk, 21 Kilogramm. Ist ein bisschen low, sag ich mal, für die Major, aber es geht schon. 60 Gramm Grundblei, dann 30 Kilogramm Stahlvorfach für die Hechte. Ein S1-Haken für die Hechte und den Barsch. Und den schmeißen wir einfach hier, 71-102, so kurz wie möglich, einmal aus. Lassen den absinken. Das kann jetzt halt eine Weile dauern. Aber ein, ja. So, dann spannen wir das jetzt hier. So, mit der zweiten Route. Hier seht ihr schon, 11 Leute sind hier am Spot. Die angeln hier gerade alle wie verrückt. Die zweite Montage ist einfach Paternoster-Montage mit Mistkäfer. S1er Haken, Futterkorb, 21 Kilo Schnur und 14 Kilogramm Goldrolle, die 80S. So, legen wir den auch mal ab mit Mistkäfer. Und dann haben wir als drittes mit dem Wooden Minnow angel hier, mit der Casting-Route. Also Steelhead, Rolle 16 Kilogramm, 26,5 Kilogramm Devil Braid, 22 Kilogramm Stahlvorfach und handgemachter Wooden Minnow 100S. Und dann werfen wir einfach hier links rüber. Warte mal, wir müssen mal kurz gucken, wir müssen uns richtig abstellen. Also hier geht das auf jeden Fall. Dann nehmen wir die nochmal wieder in die Hand. Weil sonst backt das hier manchmal so ein bisschen. So, und dann werfen wir einfach hier rüber. Machen hier die Geschwindigkeit meinetwegen auf 15. Bremse ein bisschen höher. Und dann twitchen wir einfach. Wie gesagt, einfach hier jede Umdrehung ein Twitch, also mit Rechtsklick. Der Wooden Minnow, der zählt ja auch zu den Wobblern quasi. Und dann schauen wir mal, ob wir hier erfolgreich sind. Dann wünsche ich uns mal Petri Heil. Und dann gucken wir mal. Wie gesagt, ich versuche jetzt auch mit der Grundmontage auf die 85% zu kommen. Dass ich mich dann hier eventuell sogar mit 3 Grundrouten hinstellen kann mit Köderfischmontage. Wichtig ist halt immer hier auch die Gradzahl. Ja, also das ist halt unter 10 Grad ist am besten. Immer sehr wichtig. Und wie gesagt, ich würde sonst dann wieder zusammenschneiden, wenn ich hier ein paar Bisse habe. Aber wir können jetzt ja noch mal ein bisschen gucken bis 12 Uhr, sag ich mal, da was beißt. Was ist hier an? Ne, das ist nur der Köderfisch, der sich ein bisschen bewegt. Den Hecht würden wir hier schon sehen, wenn der hier anbeißt vor uns. Und wie gesagt, stellt euch mit der Spin-Route oder mit der Casting-Route so hin, dass ihr die Route ablegen könnt und die anderen Routen in die Hand nehmen könnt.
damit ihr halt schnell den Fisch drillen könnt, wenn da jetzt einer beißt. Also mit Mistkäfer beißen hier zum Beispiel Seewarn und Seeforelle, wenn es gut läuft. Ansonsten habt ihr auch mal ein Rotauge dran. Ja, mit dem Wooden Minnow, beziehungsweise auch mit dem SL Funky Minnow 001, mit dem roten Kopf, oder je nachdem, was ihr für Funky Minnows benutzt, könnt ihr hier dann auch Hecht und ab und zu auch mal einen Kowalski angeln. Ja, sowas beißt dann da halt so, ne? Seeforelle ab und zu. Aber der Spot, der war jetzt wirklich so die letzten Tage sehr ergiebig. Haben wir eigentlich ganz gut gefangen. Wie gesagt, kann jetzt natürlich sein, ist jetzt schon, ja, da haben wir unseren ersten Fisch, einen kleinen Mini-Hecht. Ah ne, 1 Kilo. Sehr schön. Wie gesagt, probiert das hier mal ein paar Tage. Dann guckt mal, ob ihr hier auch Erfolg habt. Also Köderfischmontage ist auf jeden Fall sehr ergiebig, gerade was auch die Trophys angeht, ne? Ich sag mal so, prozentual gesehen, was ich jetzt so mal bei einigen Cachern gesehen habe von meinen Kumpels, und zum Beispiel 5 Trophys gefangen worden und 4 davon mit Köderfischmontage und einer mit Spinning, ne? Also so seht ihr mal die Differenz, wie Köderfischmontage mit Trophy-Hecht ist halt, ne? Ja, Kowalskis sind hier halt momentan noch ein bisschen selten. Quappe kann man hier zur Not auch angeln in der Nacht, das geht auch. Oh, was haben wir hier? Haben schon den. Vielleicht auch einen Barsch. Über 1 Kilo brauchen wir noch einen Barsch. Ne, ist wieder ein Hecht. 1,2. Habe jetzt hier auch die Drillinge dran. Die Ultra Treble 1, S1 Drillinge. Wie gesagt, wir müssen jetzt mal gucken, was jetzt nach um 12 ist. Also von 12, sage ich mal, bis 16, 17 Uhr ist manchmal ein bisschen weniger los. Aber wir lassen die Grundrouten auf jeden Fall erstmal drin. Da wird schon irgendwann was beißen. Also Hecht zum Beispiel geht sehr gut auf Barsch als Köderfisch oder auch Güster. Geht ja auch sehr, sehr gut. Da kommt schon wieder ein kleiner. Ja, der ist wirklich winzig. Aber wir angeln mal noch bis kurz nach 12 und dann würde ich sagen, schneide ich dann wieder, wenn es abends dann wieder ein bisschen kühler ist, schneide ich dann noch wieder ran. Meine Temperatur ist eigentlich noch okay. 7,4 Grad ist eigentlich noch richtig gut. Aber ich habe halt so gemerkt, dass wirklich ganz früh morgens, sage ich mal so zwischen 5 und 6. Oh. Der geht sogar an die Bremse. Komm. Oh Gott. Der geht sogar. Ja, gut, haben wir auf 16, ne? Gucken, was wir hier haben. Ja. Der geht gut ab. Oh, geht gleich in den roten rein. Da drüben ist auch ein Hecht dran. Ja, ich habe jetzt halt hier nur eine 21 Kilo schon drauf auf der Major, deswegen. Aber das ist schon mal ein guter. Das ist echt ein guter. Macht gut Radau hier. Gucken wir mal. Oh, 4 Kilo, ne? So, jetzt nimmt er automatisch gleich den nächsten Barsch. Und das Spinning ist auch noch einer dran. Oh, das geht ja sehr gut. Und jetzt, wenn wir jetzt hier drei, genau, und hier müssen wir am besten stehen bleiben. Dass wir, müsst ihr euch halt so positionieren, dass ihr halt immer gleich mit Wechsel auf die Grundrouten kommt. Nicht so dicht ans Wasser gehen, sonst müsst ihr immer noch wieder einen Schritt zurückgehen. Aber da war schon mal der erste gute Hecht. Das ist schon mal super. Wie gesagt, sonst habe ich die hier auch mit Güster gefangen. Das geht auch sehr gut. Ja, zum Köderfischangeln hatte ich ja mal einen Guide gemacht an einer alten Festung mit Regenwurm. Mit den Grundruten. Ja, wo ihr dann Güster, Barsch, Kaulbarsch und sowas als Köderfisch angeln könnt. Wir können auch mal nachher auf den Funky Minnow wechseln, aber es geht eigentlich. Also, aber es sind halt wirklich viele Hechte hier, ne? Also,
Der Begriff Hechtpromenade, der hat hier wirklich schon, ja, seinen Titel weg. Also hier sind wirklich sehr, sehr viele Hechte. Ich glaube, ich habe jetzt auch nur Hechte gefangen bisher. Die 6 Stück, die wir gefangen. Oh. Der geht auch gut. Oh. Was haben wir denn da? Oh. Der geht gut ab. Das ist aber ein großer, Alter. Das ist ein großer. Oh. Alter Schwede. Nehmen wir den raus. Oh, der sieht wirklich groß aus, oder? Gucken wir mal. Boah, 5,3, ne? Das läuft hier gerade. Und jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, wenn ihr hier drei Grundruten mit Köderfischmontage draußen habt, ja, das geht dann ab wie Schmidts Katze hier. Ist halt wirklich sehr gut, dass sie das jetzt auch, ja, dass jetzt halt nicht so viele Server-Neustarts sind, ne? Dass sich jetzt das ein bisschen beruhigt hat. Dass die Fische hier erstmal zu Ende migrieren können und so. Aber momentan geht das hier sehr gut. In einem der nächsten Videos zeige ich euch auf jeden Fall auch nochmal eine alten Festung, einen guten Schleien-Spot, einen aktuellen. Ich auch nochmal ein Video drüber machen, wo man aktuell gut fangen kann. Auch mit Käse dann wieder. Da kommt der nächste. Wie gesagt, hier zum Ende immer mal ein bisschen warten. Und Hechtquests gibt es eigentlich auch ziemlich häufig. Also müsste mal ab und zu mal gucken bei den Kaffee. Diesmal war jetzt ja keine Hechtquest drin. Diesmal war ja Aaland, Barsch und Seeforelle. Seeforelle haben wir jetzt noch gar keine gefangen. Oha. Hier hat einer einen Wochenrekord von dem Kowalski. Oha. 18,5, das ist gut. Ja, hier ist halt ein bisschen flacher, hier zeigt er das Twitchen dann nicht mehr an. Aber manchmal kommt trotzdem noch einer nachgeschwommen. Und immer mal ein bisschen warten hier. Ja, das liegt, glaube ich, jetzt auch an der Wetterbedingung und an der Kälte, dass man jetzt nach 12 Uhr noch so gut fängt. Ja, wir lassen das einfach mal durchlaufen, dann brauche ich ja doch nicht zusammenschneiden. Also einen Überraschungsfisch habe ich auf jeden Fall noch für euch am Ende des Videos. Den hatte ich auch mit Köderfischmontage gefangen. Ich glaube sogar auch mit Barsch. Aber ihr seht, das geht wirklich sehr, sehr gut. Wie gesagt, ihr könnt hier auch den Funky Minnow nehmen, den hier. Zum Beispiel jetzt. Können wir auch mal probieren. Der geht auch sehr, sehr gut. Gucken wir einfach mal, ob wir damit vielleicht ein bisschen Glück haben noch. Ab und zu mal wechseln ist ja auch immer nicht schlecht. Den habe ich ja früher sehr, sehr viel geangelt mit dem Funky Minnow. Ja, Karpfen könnt ihr hier auch angeln, wenn ihr mal für eine Quest einen Karpfen braucht. Jetzt meinetwegen so ab 3 Kilo einen Karpfen. Einfach mal hier Kartoffel zum Beispiel. Da gehen die auch ab und zu mal drauf. Na, Funky Minnow. Gehen wir nochmal. Können wir gleich nochmal in die Bestenliste reingucken. Ja, übrigens, ich habe nochmal mit dem Admin gesprochen, wegen dem Wochenreset, quasi wenn die wöchentlichen Rekorde zurückgesetzt werden. Also auf jeden Fall migrieren die Fische dort nicht. Ja, also das ist wirklich nur ein Gerücht, ohne schöne Seewarnforelle. Ist wirklich nur ein Gerücht, dass die Fische da migrieren sollen, sobald die Weekly resettet wird. Aber mir hat halt der Admin, hab mit dem Jagdpostmann da gesprochen, der hat halt wirklich gesagt, also das ist wirklich nur ein Gerücht, ja, also das stimmt nicht. Ja, also die Fische migrieren halt auch zwischendurch ohne Server-Neustart, ja, wenn das Wetter sich ändert, die Temperatur hoch und runter geht und sowas alles, ne? Also so meint er halt, migrieren die Fische ohne Server-Neustart. So, jetzt gucken wir mal.
gesagt, ja, auf der anderen Route haben wir Mistkäfer drauf. Da könnten wir vielleicht nochmal Glück haben mit einer Seeforelle. Oder vielleicht einer Seewarn. Was er auch noch gesagt hat, nimmt auf jeden Fall nicht immer so große Haken. Ich habe hier leider auch überall S1 drauf. So große Haken braucht man eigentlich gar nicht. Also er meinte, wenn man ein bisschen kleiner nimmt, einen passenden Haken, hat man höhere Bissfrequenz auch, ne? Also Haken sind schon entscheidend, welche ihr darauf macht. Da werdet ihr mit dem S1 auch eure Fische fangen, aber nicht in so hoher Bissfrequenz, ne? Immer noch unter 10 Grad, das ist wirklich gut. Ja, Funky Minnow ist jetzt ein bisschen weniger los hier. Können wir gleich nochmal gucken. Hecht zum Beispiel. Mal wöchentliche. Hecht. Hier seht ihr es auch zum Beispiel, ne? S11. Hier haben wir noch einen anderen Köder. Terminator. Rotauge. Hier ist auch zum Beispiel der 004er nochmal drin. Können wir nochmal auf den 004er auch nochmal wechseln zum Beispiel. Einfach mal durchtesten. Also wie gesagt, bei mir ging der Wooden Minnow halt bisher sehr, sehr gut. Habe ich halt wirklich gute Bissfrequenz auch gehabt. Ja, und was ich euch noch in einem auch der nächsten Videos zeigen werde, ist halt das Ultraleicht-Equip. Ja, das habe ich mir jetzt. Also hole ich mir jetzt noch die Rolle dazu. Die Rute habe ich schon. Und dann gehen wir mal hier ein bisschen mit Ultraleicht auf die Fische. Da haben wir natürlich richtig geile Drills dann, ne? Und das wollte ich euch auch nochmal zeigen. Ein gutes Equipment da. Kann auch gut sein, dass jetzt gerade ein bisschen weniger los ist. Wir gehen nochmal zum Test nochmal auf den Wooden Minnow. Wooden Minnow, wie gesagt, schreibt einfach mal da so ein paar Leute an. Also einmal der Lutzemai zum Beispiel kann das. Oder wenn ihr einen in eurer Freundesliste habt, der das auch herstellen kann. Oh, da haben wir einen großen. Oh. Der sieht ein bisschen größer aus. Er kommt aber schon. Ah, so groß ist er doch nicht, ne? Mal Kescher rausholen. Ah, 3,9. Und Grundfischen hochgeskillt. Sehr schön. Das freut mich. Vielleicht skill ich auch nochmal die Grundangel an der alten Festung. Kann ich auch nochmal probieren. Dass ich da auf die 85 komme. Und dann kann ich euch mal ein Video zeigen, wie das denn mit drei Grundruten mit Köderfisch aussieht. Was da so alles drauf beißt. Jetzt seht ihr quasi hier den Fisch. Den kleinen Barsch, der da rumschwimmt. Ich glaube, das geht gar nicht. Jetzt über 10 Grad. Jetzt haben wir schon 16 Uhr. Können wir Glück haben, dass wir hier komplett durchangeln können. Ihr könnt ja auch mit dem Hunter angeln. Ja, also der geht hier auch sehr, sehr gut. Mit dem will ich dann auch zum Beispiel die Ultraleicht mal testen. Einmal die Ultraleicht mit Jig ein bisschen testen. Was man da so fängt. Oh, da haben wir, glaube ich, jetzt eine Seeforelle. Glaube ich. Gucken wir mal, das ist, glaube ich, eine Seeforelle, oder? Was ist das wieder ein Hecht? Ne, eine Seeforelle. Aber Seeforelle brauchen wir, glaube ich, über 2 Kilo, wenn ich das jetzt richtig noch vom Kaffee in Erinnerung habe. Und da brauchen wir 4 Stück. Also das ist wirklich dann schon. Ja. Wäre halt ganz gut, wenn wir das mit Spinning die Seeforellen noch fangen, aber die wollen heute nicht so, mehr so Hecht.
Was haben wir hier? Das auch wieder? Ist das ein Hecht? Ja, wieder ein Hecht. Ja, wenn ihr hier mit drei Grundruten steht, könnt ihr ja nebenbei auch noch ein bisschen schöpfen oder die Schaufel benutzen. Ich denke mal, wenn wir jetzt nachher vielleicht unseren ersten Trophy-Hecht vielleicht mal dran haben, dann denke ich mal, muss ich auch mal wieder ein bisschen essen und trinken hier. Sonst wird der Drill, glaube ich, endlos. Aber wie gesagt, auf der Major, die Schnur ist jetzt halt ein bisschen low, halt die 21 Kilo Schnur. Also ihr müsst da schon, sag ich mal, so 26 Kilo Schnur müsst ihr ja schon rauf machen, eine vernünftige. Damit ihr da die Bremse auf 29 stellen könnt. Jetzt ist so die Bremse jetzt auf 22, dann ist schon roter Bereich. Das ist halt immer mit den Rollen, mit den Kilogrammzahlen, ne, dass ihr da immer ein bisschen drüber sein müsst. Ne. Aber bei der Goldrolle. Oh, 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 das ist ein großer. Das ist ein großer, glaube ich. Ja, macht aber nicht so viel Terz, aber sieht groß aus. Ne. Oh, 5,4. Ist doch in Ordnung. Wo schade, dass gerade keine Hechtquest drin ist. Ja, ab und zu mal Hechtquest, sag ich mal, ab 3 Kilo bis 5,499. Und dann 5,5, sag ich mal, recht groß. Und dann gibt es ja einmal noch die Trophy-Hechtquest. Also ihr könnt die Fische auch, ihr könnt jetzt warten, bis die Quest kommt. Also ihr könnt maximal ungefähr so bis 24 Stunden warten. Und dann solltet ihr aber die Fische spätestens abgeben, weil wenn die verrottet sind, kriegt ihr kein Geld mehr dafür. Also 1% muss der Fisch mindestens haben, um den abgeben zu können und verkaufen zu können. Also ja, könnt ihr vielleicht, wenn die Quest gerade nicht drin ist, ja, dann sagt ihr so, komm, ich gucke jetzt alle paar Stunden oder alle 3-4 Stunden gucke ich mal nach. Und wenn ihr dann nachher nur noch eine Stunde oder eine halbe Stunde habt, dann würde ich euch schon raten, den zu verkaufen. Weil sonst ist es ja auch Schwachsinn. So mache ich das jedenfalls immer, dass ich immer mal ein bisschen warte. Ah, der Wooden Minnow ist jetzt gerade ein bisschen nicht so ergiebig. Aber ich finde, wir haben schon gut gefangen. 13 Fische bisher. Oh, was haben wir hier? Nochmal wieder ein Hecht. Jetzt haben wir hier noch Wind dazu, das ist auch immer nicht so gut. Also wenn es zu windig ist, gerade zum Spinnen und so, das ist immer auch nicht so toll. Für Grundruder und so macht das, glaube ich, jetzt nicht so viel aus. Pose ist natürlich auch mal ein bisschen schwierig, weil die ja sonst dann halt auch mal wegtreibt. Außer wenn ihr eine Wacklerpose habt und die gut, sag ich mal, ausgelotet habt, dass die Wacklerpose unten steht halt. Dass nur die obere Spitze rausguckt. Dann müsste die Wacklerpose normalerweise stehen bleiben. Also die dürfte nicht wegtreiben. Bei der Matchroute. Oh, was haben wir hier? Hm, ein Barsch ist es, glaube ich, nicht. Oha. Ah, glaube ich, ein bisschen größerer Hecht. 3 Kilo vielleicht. Mal gucken. Wenn es ein Hecht ist, ja, ist ein Hecht. Oh, 3 Kilo. Wie gesagt, ich behalte die Fische jetzt auch erstmal. Ich guck mal, was haben wir jetzt für welche hier. Mal nach Gewicht sortieren. Ja, hier haben wir. Für die eine Quest hätten wir auf jeden Fall zusammen. Aber für die 5,5er reicht es noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen angeln. Also wenn die eine Quest jetzt im Kaffee wäre, die könnten wir schon abgeben. Seeforelle haben wir leider nicht die passenden dazu. Aber ihr habt jetzt auch zum Beispiel gesehen, auf die Köfi ist ein bisschen mehr Bissfrequenz als auf dem Mistkäfer. Ne?
Aber ich sag mal, wenn ihr nebenbei so ein bisschen Grundangel skillen wollt und ihr habt jetzt keine Köfis, dann auf jeden Fall Mistkäfer oder Maikäfer raufmachen. Oder halt Kartoffel für den Karpfen. Oh, was haben wir denn hier noch? Kleineren. Wenn wir mal die Route hier ein bisschen spannen. Durch den Wind. So, ich würde sonst sagen, ich schneide nochmal meine Überraschung mit rein. Und bedanke mich dann schon mal bei euch fürs Einschalten. Ich hoffe, ich konnte euch da so ein bisschen weiterhelfen. Und holen wir nochmal fix rein. Vielleicht haben wir nochmal ein Biss. Ja, ich werde hier auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen weiter angeln. Vielleicht fange ich ja noch meinen Trophy-Hecht hier. Ah, der Barsch wäre gut hier, den der Ruck genug gerade gefangen hat. Der war jetzt echt gut. Könnte man noch eine Quest abgeben. Alles klar, dann wünsche ich euch viel Spaß noch mit dem Schnitt. Und ja, bedanke mich erstmal und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Oh, da haben wir was Größeres auf der Köfi-Angel. Da geht auch die Bremse, glaube ich, oder? Gucken, Bremse mal zumachen hier. Ja, jetzt haben wir einen größeren Hecht dran, ne? Also ihr seht, bei Regen ist jetzt schon der dritte Hecht, der mir jetzt hier gebissen hat. Auf jeden Fall, das scheint ganz gut zu gehen. Ich habe jetzt die Major und die Royal Feder hier. Oh, oh, der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Der ist auch der erste, der jetzt in die Bremse ging. Guck mal. Ah, da müssen wir ein bisschen kämpfen jetzt mit dem. Könnte auch nur ein 6 Kilo sein, aber vielleicht haben wir Glück. Schauen wir einfach mal. Natürlich die Energie müsste man jetzt noch ein bisschen. Auf jeden Fall ein großer Hecht. Ja, wie gesagt, einfach mal die. Ich habe jetzt einen frischen Barsch auch rauf gemacht. Der geht wohl für Hecht auch ganz gut. Einfach mal die Route drin lassen. Habe mich jetzt auch links hier hingestellt. Jetzt nicht mehr rechts am Schilf, sondern links am Schilf. Also der Lutzemeier hatte heute auch einen Trophy damit gefangen. Oh. Ja, jetzt müssen wir so langsam, glaube ich, mal ein bisschen Tee trinken hier. Mal sehen, wie lange der noch kämpft hier. Spannung geht auf jeden Fall hoch. Ja, das könnte ein großer sein. Mal schauen, wie schwer der ist. Macht sich auf jeden Fall gut schwer hier. Energie ist jetzt aufgebraucht. Aber Regen ist es auch immer ein bisschen schwierig. Um den mal so ein bisschen hier ranzuholen. Oh, der kämpft aber gut. Der kämpft gut. So ein bisschen versuchen zu pumpen. Ich hoffe, der stützt jetzt nicht aus. Oh, oh, oh. Ah, da kommt er. Gucken, ob wir den jetzt einfach so... Na, haben wir da einen Trophy? Ja, Trophy-Hecht. Ja, seht also, es geht immer noch. 18.000 Erfahrung, 5 Glück, Grundfischen 75,8 jetzt. Ja, also, ja, am besten einfach mal probieren. Bei Regen war das jetzt. Ja, bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Folge. Euer Underwaterfang. Tschüss.